Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy 4. Es geht natürlich feucht, fröhlich, mürrisch weiter, denn ich habe immer noch die alte Partie hier, ich und die anderen quasi, also Cecil und drei Zauberer, die natürlich nicht angreifen können. Da kann man nur mürrisch sein. Ich habe gerade in der letzten Folge reingeschnuppert. Alter, bin ich da nur am Meckern. Das ist ja nicht mehr feierlich. Aber mal ernsthaft, ich meine, mit einem Angreifer gegen fünf Leute, die drei Schläge von Cecil aushalten. Nee, es geht nicht. Ich brauche unbedingt meinen Yang wieder und meinen Kain und... Ach, ich will meine Nahkämpfer wieder haben. Und dann kommen die in Dreierreihen nach vorne. Ein Zauberschadensmacher kommt nach hinten und ein Weißmagier auch. Und dann hat sich das mit meiner Gruppe und so wird sie nicht mehr geändert, hoffe ich. Oh, ich habe jetzt energisch hier an diesem Controller, an meinem Controller gewackelt, dass man das Kabel klappern hört auf der Tastatur. Ja, das Kabel liegt so ein bisschen über die Tastatur. Ich habe nämlich vorne auf dem Schreibtisch einen kleinen USB-Hub, dort steckt dann auch der Controller dran. Deswegen läuft das Kabel quasi direkt über den Schreibtisch. Das ist aber nicht so schlimm. Das Spiel wird eben mit einem Controller gesteuert. Über Tastatur sehe ein bisschen komisch aus, macht man auch nicht. Es sehe nicht nur komisch aus, es spielt sich auch komisch. Jawohl, endlich 18. Alkohol kaufen. Wallum. Was war Wallum? Wallum. Magieabwehr der Ziele anheben, also von uns. Schön. Haben wir auch Protis? Ja, haben wir auch. Cool. Das wäre ja so ein Ding, was ich gleich am Anfang von einem Bosskampf zaubern könnte, ne? Kann man mal nehmen. Ja, ich sag ja, die beiden hinten, sag ich mal, wer... Oh, jetzt geht's schon los. Zisch. Warte, hör auf, laute zu machen. Ich habe keinen Mucks gemacht. Was war das? Ich hab gesagt, was das war. Bestimmt der nächste Bossgegner hier. Ich kann es nicht genau sagen. Also ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass das der nächste Bossgegner ist. Ah, guck mal, ja. Ist das schon ein bisschen verdächtig, wenn hier auch dann gleich ein Speicherpunkt liegt? Ja, ich verwende gleich hier mal die Hütte. Zelte haben wir ja nicht. So, und dann wird auch der Status geheilt. Oh, super. Dann kann Teller auch wieder Medica sprechen. Was mir die ganze Zeit so in der letzten Folge auch gefehlt hat, ne? Seit er dabei ist. Gleich der erste Kampf, bumm, stumm. Das Wichtigste vergesse ich natürlich wieder an einem Speicherpunkt. Richtig, zu speichern. So, das haben wir. Und dann geht's auch weiter, wollte ich sagen. Danke. Danke fürs Aufhalten. Du bist herzlich willkommen in meiner Kampfzone. Fühle dich wie zu Hause. Stell dich hier hin. Und warte einfach auf das, was kommen mag. Klingt das sarkastisch? Sarkastisch? Klingt das eher nicht so mürrisch schon auch wieder? Genervt? Naja, genervt bin ich ja nun nicht, ne? Kann man ja nun nicht sagen. Ich habe ja Lust, dieses Spiel zu spielen. Aber nicht mit dieser Gruppe. Deswegen hoffe ich, dass wir hier schnell durchkommen. So, Stufe 21, das haben wir für Teller. Nee, ich möchte unbedingt diese Zone hinter mich lassen. Ah, zisch. Hört sich an, als wenn jemand eine Sprite aufmacht oder sowas. Oder eine Cola. Zisch. So, ich sagte, du sollst aufhören. Und ich sagte, ich hab nichts gemacht. Jetzt hab ich Berlinert, ne? Also so richtig gerade. Ich hab nichts gemacht. Wobei ich Berliner immer ganz schnell. Dabei komme ich gar nicht aus der Gegend. Ich komme eigentlich aus dem Land Mecklenburg-Vorpommern, also aus dem Bundesland. Ursprünglich.
Da bin ich aber nicht mehr. Ich bin jetzt woanders. Wo, sag ich noch nicht. Braucht man mich auch nicht fragen. Na gut, machen wir diesen Kampf hier auch weiter. Wollen wir gar nicht darüber nachdenken, wo ich denn gerade bin. Ich kann euch sagen, wo ich bin. Doch, ich kann euch eine recht genaue Ortsbeschreibung machen. Ich bin in meinem Zuhause. An meinem Schreibtisch. Auf einem Stuhl. Ja, das ist so ziemlich genau, ne? Zisch. Eine dunkle Präsenz kommt näher. Es wird mir die größte Freude bereiten, euch zur Hölle zu schicken. Wer ist da? Ach, er. Ich bin der Fährmann, der euch über den Totenfluss bringt. Der verderbte Despot Scamiglian. Oder Scamiglione, oder wie auch immer. Elementarfürst der Erde und Untergebener von Golbes. Meine ausgehungerten und toten Kinder lüsten nach eurem Fleisch. Okay. Das ist nicht nett. Weißmagie, Brotes. Und ja, wir fangen von oben an. Weißmagie. Ach, was ist mit euch denn hier? Nichts. Arzmagie, Feuer. Alle. Arzmagie, Feuer. Alle. Arzkunst an ihn. Hä? Was ist denn jetzt los? Hallo? Alter, was ist jetzt los? Och nö. So. Jetzt haben wir es wieder. Da spielte mein Controller mal wieder verrückt. Das war nicht nett. Weißmagie, Brotes auf Sasse. Vitra bitte. Auf wen hat sie das jetzt geschmissen? Ich habe jetzt einfach nur nach links gedrückt und... Och nö, ernsthaft? Ach cool. So, Angriff? Nein. Habe ich jetzt echt Angriff mit dem gemacht? Aber ich bin schon völlig verwirrt. So, alle anvisieren. So, Weißmagie. Medica. Cecil. Oder ist das Protes, was meine Charaktere hier gerade so ausgraut? Da ist nichts zu heilen, ne? Genau. So, Angriff. Schwarzmagie. Feuer. Druff. Weißmagie. Protes. Porom. Und Weißmagie, braucht er was? Ja, wir brauchen alle was. Anvisieren. Ach scheiße, jetzt ist er tot. Dann machen wir eine Phönixfeder auf Palom. Weißmagie, Petra. Alle anvisieren. Schwarzkunst. Ach, Schwarzkunst wollte ich gar nicht. Schwarzmagie, dachte ich. Ist egal. Hier. Medika brauchen wir nicht. Schwarzmagie, Feuer drauf. Schwarzmagie, Feuer drauf. Ja? Ah, mein Fleisch. Ach, das war schon. Ah, cool. Haben wir ja gut durchgehalten. Meine Fresse. Ich musste mich ein wenig konzentrieren, deswegen war ich auch so wortkarg. Ah, ich habe einfach nur stumpf kommentiert, was ich da gerade drücke. Ich glaube, ich muss echt mal die Kampfgeschwindigkeit ein bisschen runterschrauben. Das ist ein bisschen doch sehr hektisch. So, Palom-Stufe steigt, Bio lernt er, damit vergiftet er, also das müsste ein Giftattacke sogar sein, ja? Also ist nicht einfach nur vergiften, das müsste ein nicht-elementarer Schaden und Sturz. Ich dachte, das hätte irgendwas mit Gift zu tun. Na gut. So, wir haben auch keine Hütte und kein Zelt mehr. Das heißt, wir müssen jetzt mit der MP hier wohl weitermachen, die wir haben, aber das sieht noch gut aus. Das kriegen wir hin. Oh. Sehr beeindruckend. Aber meine wahre Stärke entfaltet sich erst im Tod. Und ihr werdet mich dorthin begleiten. Ach, schon wieder gegen ihn?
Jetzt geht's ja los hier. Och, Angriff von hinten, ist das dein Ernst? Ja, mein wahres Gesicht sieht, stirbt. Ich schmeiße euch die Klippe hinunter. Wechsel. Schwarzmagie, Feuer drauf. Weißmagie, Protes auf Talon. Weißmagie, Vitra, alle. Schwarzkunst, nein. Angriff. Und wer ist als nächstes dran? Unser Schwarzmagier. Drauf. Weißmagie. Rotes. Da kommt jetzt Cecil ran. Was? Kommt da Gas? Alter. Nein, ernsthaft? Verstummt. Ist das dein Scheiß Ernst? Angriff. Weißmagie. Medica. Es geht gar nicht auf alle. Dann hier. Angriff. Ach du Kacke. Angriff. Ach, komm schneller. Oh nein, mit dem Nach auch noch. So, komm. Oh nein, das ist nicht dein Ernst. So, Phönix wieder auf Teller. Oh, das war fies. Das ist eine fiese Attacke. Angriff. Weißmagie. Alle anvisieren. Weißmagie, Protes, sie. Schwarz kannst nicht, sondern ein ganz normaler Angriff. Ah, oh, du kannst ja immer noch nicht zaubern. Das kriegen wir gleich wieder hin. So, Cecil greift an. So, und haut daneben. Weißmagie. Wir brauchen Äther. Hau dir rein. Weißmagie. Protes hierhin. Angriff. Oh ja, auch mit dem Scheiß. Medica. Ja, passt. Angriff. Da ist unser Schwarzmagier dran. Bio schmeiße ich mal auf. So, Weißmagie, Vitra, alle anvisieren. Ach, jetzt verreckt der auch noch. Komm schon. Das kann nicht wahr sein. Angriff. Weißmagie. Vitra, alle. Das reicht der Decke. Okay. Bio. So, dann braucht Porum gleich mal einen Äther. Nee. Hier. Äther auf Porum. Jawohl. Das passt doch. Cool. So, Vitra. Alle, bitte. Schwarzmagie. Bio. Hat das was gebracht? Angriff. Ja, doch. Das bringt ein bisschen was. Weißmagie. Komm, erinnere dich mal. Schwarzmagie, Feuer. Wie viel bringt Feuer? Hab ich jetzt nicht gesehen. Entschuldigt. So, Eis. Okay, du erinnerst dich an Eis. Ja, heil ihn doch bitte. Mit Eis. Schwarzmagie Feuer jetzt nochmal. Ja, doch. Anfällig 411. Sehr schön. Dann brauchen wir kein Bio-Zauber. Da machen wir wieder Vita. Das heißt, du kannst Feuer. Angriff und Feuer. Also langsam kriegen wir es doch hin. So langsam haben wir die Oberhand. Atmet das ein und wandelt fortan als Untote. Oh nein, ich konnte Gas. Oh nö. Jetzt ist der auch noch verstummt. Das heißt, der kann nicht heilen und der kann auch kein...
Na, wenigstens sind die anderen nicht verstummt. Och, scheiße, doch. Nein, was habe ich getan? Kann ich nicht rückgängig machen, bitte. Gesänge? Ja. Nein! Die Vitra, alle angesehen, jetzt aber. Komm, komm, schneller. Sehr gut, jetzt sind wir erstmal voll geheilt. So, und ich kann diese Stumm nicht wegkriegen. So, das heißt, mache ich überhaupt noch Schaden? Ich glaube nicht. Och nein. Oh nein. Ich habe kein Echokraut. Oh, das ist doch zum Kotzen. So, dann versuche ich das hier mit Bomberfragmenten. Was anderes fällt mir einfach nicht ein. Wie ich ihn jetzt noch treffen kann. Nein, Wechsel! Och, was soll denn das? Dieses scheiß Wechsel, das geht mir auf den Keks. Entschuldigt, Leute. Bomberfragment. Ach, der sollte mal heilen. Ja, jetzt ist sie bestimmt auch gleich auf Stumm, ne? So, das reicht. Königsfeder. High Potion. Balom. Ja, du kannst auch nochmal eine High Potion auf Teller schmeißen. Schwarzmagie funktioniert jetzt wieder bei ihr. Wir müssen echt einmal sterben, denn hab ich stumm weg. Was anderes fällt mir hier nicht mehr ein. Das ist ein mistiger Kampf hier, wenn man kein Echokraut dabei hat. Oh, Schwarzmagiefeuer. Das ist das Einzige, was jetzt gerade trifft. Ich kann ja mal Schwarzkunst umschalten. So. Hier. Ja. Ach, jetzt ist sie tot. Naja, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Das ist doch gar nicht mal so schlecht, dass sie gestorben ist. Dann kann sie wieder zaubern. Und zwar Rita auf alle. So, dann würde ich sagen, dann lassen wir Teller auch sterben. Ganz klar. Ja, Cecil sollten wir auch mal sterben lassen. Weißmagie wieder auf alle. Schwarzmagie Feuer auf Inder. Was machst du? Angriff. Der haut nur noch daneben. Das bringt gar nichts. Schwarzkunst kann ich ja mal probieren. Was haben wir hier? Vita. Teller. Ach Quatsch, nicht Teller. Auf alle. Mal die Feuer. Ach ja, den stellen die ja gar nicht. Kann ich weiterhin nur mal wieder zaubern, ne? Na, ist egal, komm. Ah, scheiße. Jetzt kommt das wieder. Kontergas. Und die anderen beiden sind verstummt. Das war ja klar. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich hier machen kann. Wenn alle verstummt sind. Oder bin ich zu blöd, da irgendwas zu sehen gerade in meinen Items? Versteinerung. Frosch. Schwein. Licht. Blind. Blind? Sind wir dann blind? Ja. Dann kann er wenigstens noch angreifen. Und dadurch Schaden anrichten. 100, nur einmal hin. So, sie ist tot. Er oder sie? Ja, er. Entschuldigt. Dann auf Phoenix Heder auf ihn. High Potion auf
genommen. Sehr gut. Dann kann er wieder Schwarzmagie machen. Und eine High Potion auf Cecil ist gar nicht mal so schlecht. Kann er jetzt wieder angreifen. Oder auch nicht. Da werde ich nochmal schauen. Augentropfen. Schon wieder blind. Oh, wir haben es geschafft. Uiu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